So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Erstmal vorab, wir suchen für den Sommer noch Auszubildende. Also jeder, der von euch Bock auf ein junges, chaotisches, dynamisches Team hat und Lust hat, bei uns im Betrieb eine Ausbildung zu machen. Als Bürokaufmann, Bürokauffrau, großen Außenhandel, Einzelhandel oder Fachlagerist, kann sich an diese E-Mail-Adresse bewerben. Und dann gucken wir mal, was da so bei rumkommt. Ihr seid herzlich alle willkommen. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Wir sind mal wieder bei Björn. Ihr kennt ihn ja. Ja. Björn hat heute gute Laune. Das heißt, es kann nur witzig werden. Nein, wir wollten euch einfach mal nur auf den den aktuellen Stand bringen, was jetzt eigentlich mit meinem Motor vorm Wörthersee passiert war. Wir hatten leider keine Zeit, das vorm Wörthersee noch fertig zu machen, beziehungsweise ein Video zu machen, weil Björn noch mitten im Umzug steckte und ich schnellstmöglich irgendwie zum Wörthersee kommen musste mit dem Auto. Aber das holen wir jetzt nach. Ja. Ich habe im letzten Video schon mal nur so angerissen, das Auto angemacht, gleich Wasser im Öl, gleich wieder Feierabend. Ja. Auto hat eigentlich noch nicht mal das Grundstück verlassen. Wir hätten beim Knacken aufhören müssen. Das heißt, wir haben das im letzten Video auch eingeblendet. Ihr erinnert euch, wir haben Kopf angezogen und auf der einen Seite hat es so ein komisches, dumpfes Geräusch gemacht. Genau. Und zuerst dachte ich, die Stehbolzen hätten sich nur gesetzt. Mhm. Hätte ja sein können. Aber es ist was anderes passiert. Der Block ist gerissen. Mhm. Ich glaube, in so einem Moment will man sowas auch gar nicht realisieren und hofft einfach, nee, das war irgendwas anderes. Weil nach den Monate und Wochen Arbeiten, kurz vorm Wörthersee, ist das das Letzte, was man hören will. Ne? Ja. Also, aber andererseits, wir hätten ja auch nichts gesehen in dem Moment, oder? Wobei doch, wir hätten doch, das zerlegt. Wenn wir es abgenommen hätten, dann hätten wir es sehen. Meinst du, sie da hätte gleich so ausgesehen, ja, wie es jetzt aussieht? Ja, würde ich sagen, ja. Okay, dann steigen wir da jetzt einfach mal quer ein und versuchen mal zu rekonstruieren, was wohl passiert ist. Also, ich vermute, dass beim Anziehen der Kopfstehbolzen wir den Block unten unterhalb der Stehbolzen einen Riss erzeugt haben, weil das war ja, ist ja nicht mehr unten ganz so stabil theoretisch, weil die Büchse ist ja rausgebohrt. Die Büchse, die wir eingesetzt haben, also das original eingegossene Büchse, die Büchse, die wir rausgebohrt haben, hat ja keine Festigung für die Stehbolzen. Dazu hatten wir noch mit den Ringen, so wenn ich hier im Nachhinein angucke, habe ich hier ein Problem mit dem Ring gehabt. Das war unter Zeitdruck, habe ich einen Schritt vergessen. Dementsprechend hatten die Ringe relativ viel Vorspannung da drin und haben noch mal extra Druck auf dem Kopf gepackt. Mhm. Extra Druck auf dem Kopf bedeutet, es geht natürlich bei den Stehbolzen in den Block rein. Mhm. Und so wie es aussieht, das könnt ihr auf der Kamera bestimmt nicht erkennen, aber der Block ist hier komplett parallel mit den Büchsen, alles gut, aber hier, da ist der Block 2 Zehntel hoch. Hier nicht, hier auch nicht, aber in der Mitte, 2 Zehntel hoch. Das heißt, hier ist alles gerade und dieser Bereich ist hoch. Und deswegen vermute ich, dass wir einen Riss erzeugt haben. Interessant ist ja auf jeden Fall, dass er hier noch gerade ist. Hier auch gerade ist, nur in der Mitte abgefallen ist. Und die oder die Schraube hat es geknackt. Genau, eins von beiden. Ich vermute, dass hier drin ein Riss entstanden ist, unterhalb der Gewinde. Zeig mal, hier fängt das Gewinde an, also relativ tief. Dann ist das noch relativ lang. Das heißt, irgendwo hier unten ist das Ende des Gewindes. Und das ist auch so diese Trennung hier. Und da ist bestimmt ein Riss entstanden, der das Wasser mit dem Ölrückläufen verbunden hat. Mhm. Und ja. Ein Problem ist natürlich, wir können jetzt auch nicht ganz einfach mal die Buchse da wieder rausziehen. Das habe ich noch nicht geschafft. Das werde ich noch machen, um was zu erkennen. Aber das habe ich gerade noch nicht, die maschinellen Möglichkeiten. Ich habe erstmal alles wieder hinbekommen, dass ich arbeiten kann. Das heißt, da muss auch ein Werkzeug für gebaut werden, um was rauszukriegen. Genau, eine Presse. Ich muss von der anderen Seite pressen. Erst heiß machen, dass ich den Kleber sozusagen löse und dann kann ich den einfach rauspressen. Das geht, aber bis vor 2 Tagen hatte ich noch keine funktionierende Drehmaschine. Mhm. Wie kommt es, dass das, als wir es mit der hohen Brille angezogen haben, nicht passiert ist? Weil ich bei der hohen Brille natürlich keine Ringe drin habe. Mhm. Okay. Das heißt, das war auch so der Gedanke, demnächst, ob ich nicht zuerst den Kupferring einsetze und dann die hohen Brille drauf packe, um wirklich diesen Druck zu simulieren. Wir haben ja gesehen, oder du hast auch gesehen, wenn man den wieder löst, den Kopf,
dann ist ja das immer noch, dass der Kupferdraht relativ stark rausguckt. Ja. Wir haben ja gerade gemessen, er guckt ja über ein Zehntel noch raus. Das heißt, wir machen ihn nicht direkt platt. Wir drücken ihn schon mal in die Nut rein. Wir haben auch gerade nochmal die Tiefe von der Nut kontrolliert, haben dafür den Kupferring einmal platt geschliffen schnell, gefeilt, und um so halt die genaue Tiefe halt zu ermitteln von der Nut, weil man kann natürlich schwer in diese Nut immer reinmessen. Ja. Aber auch da ist alles genauso, wie wir es immer gemacht haben. Das stimmt. Eventuell, ich befürchte einfach, der Schritt wurde von mir vergessen, und zwar das Entgraten der Nut. Mhm. Denn die Drähte hatte ja Daniel reingemacht, und es kam mir so vor, als ob das schwierig wäre. Ja, es war und aber ja, mit Kamera funktioniert das nicht immer. Man ist ja immer halb nur dabei, leider in dem Fall. Und dementsprechend habe ich es nicht gesehen, dass sich der Draht sozusagen an der scharfen Kante, weil sie nicht entgratet war, festgehalten hat und mehr Spannung hatte. Interessant ist auf jeden Fall auch, dass es halt nur auf der einen Seite ist. Ne? Das war aber nur Zufall. Das war Zufall. Oder der Block ist halt einfach an der Seite schwächer ausgelegt als auf anderen. Kann sein. Dass da vielleicht, was weiß ich, 3 mm weniger Wandstärke sind, und dann hat es knack gemacht. Ne? Das könnte sein. Das kann ich dir gar nicht so richtig beantworten. So, ne? Ja. Ja, schade, denn ich glaube, hätten wir die Nut richtig gemacht, hätten wir dieses Problem nicht gehabt. Das heißt, wie es mal immer ist, man macht ganz viel Arbeit, ganz viel Zeit steckt man rein, und man macht eine Kleinigkeit falsch und man hat dann die Scheiße. Meinst du, dass die eigentliche Belastung, die später durch den Verbrennungsdruck noch kommt, dem Ganzen auch noch wieder noch mehr Kraft oben drauf legt? Oder ist es, wenn er mit angezogenem Kopf fest ist, bleibt es auch fest? Ich muss kurz überlegen. Der Verbrennungsdruck hebt natürlich am Kopf, zieht dann sozusagen an den Stehbolzen unten. Mhm. Vom Gefühl her würde ich sagen, ist das verhältnismäßig doch gering. Denn die Spannung von den Stehbolzen mit 130 Newtonmeter ist so hoch, ich bezweifle, dass so hoch die Verbrennungsdrücke sind, dass das nochmal, sagen wir mal so 30% mehr dazukommt. Das kann ich jetzt gerade gar nicht richtig beantworten. Sonst hätten wir aber auch immer, dass sich der Kopf abheben würde, so minimal von den Verbrennungen. Weil die Stehbolzen sind immer im elastischen Bereich, nie im plastischen. Ja, kann ich dir nicht richtig beantworten. Vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, es ist nicht so viel, dass mal eben 30% oder 50% mehr Spannung daran ist. Ja. Das heißt, wir würden beim nächsten Mal auf jeden Fall den, wenn wir bei einem Block mit Buchsen bleiben, den Kupferring nicht ganz so weit rausgucken lassen. Genau, das heißt, die Nut ein bisschen tiefer machen. Dass da einfach nicht ganz so viel Vorspannung ist. Dann würde ich den Form hohen mit der hohen Brille anziehen. Wenn es dann knack macht, dann wissen wir, funktioniert nicht. Dann ist der nächste RS4 Block fritten. Also falls einer von euch noch RS4 Blöcke im Keller hat, kann er sich genau jetzt bitte bei mir melden. Zylinderzustand ist egal. ich würde auch gerne die hier rausnehmen. Wenn, denn ich glaube schon, dass ich die wieder eingesetzt bekomme, dass die nachher rund sind, gerade sind, muss ich nur überplanen mit dem Block, bevor wir wieder neue Büchse machen, und ich kriege auch die Nut, kriege ich auch wieder hin. Das wird kein Problem, denn das kann ich zentrieren am Bohrwerk und die Nut wieder tiefer setzen und entgraten, das geht. Das machen wir ein ganz klein bisschen später, weil du willst langsam fahren. Die Sonne scheint, zwar regnet es gerade hier, aber die Sonne scheint und du willst fahren. Ja, und deswegen haben wir uns entschlossen, einen Block wieder zu bauen, wie du ihn davor hattest. Okay, wir schließen das Thema erstmal ab. Ja. Wird sich irgendwas gelöst, verkantet oder wie auch immer haben? Eher gelöst, gerissen, irgendwo wird ein Riss sein. Den können wir zur Sekunde so einfach nicht finden. Das heißt, hier müssen wir noch ein paar Wochen gedulden, bis wir die Buchsen rausholen. Ja. Und dann zeigen wir auf jeden Fall den Riss, weil hier wird nämlich nichts verschwiegen oder ähnliches. Es war nur wirklich keine Zeit. Von der Logik her, die Büchsen haben sich nicht gesetzt. Das kann nicht sein. Weil sie noch gerade sind. Denn man kann sagen, ihr könnt es nicht sehen, das ist jetzt auch kein Haarlineal, egal. Das ist in dem ganzen Bereich, bis dahin ist das eine plane Fläche, kein Lichtspalt. Erst dort fängt es an hochzugehen. Das heißt, hätten sich die Büchsen gesetzt, dann würden sie natürlich von hier nach da langsam abfallen. Machen sie aber nicht. Also Büchsen haben sich nicht gesetzt, was man natürlich sofort denkt bei Büchsen. Aber die haben sich gesetzt, deswegen ist es falsch. Das ist nicht so, ist der Block. Also wir haben schon mechanisch irgendwas kaputt gemacht. Ja. So, nun, ich überlege gerade, wir haben ja eigentlich noch so einen Race-Motor in Planung. Da sind wir aber, glaube ich, in den Videos bisher noch gar nicht drauf eingegangen. Das stimmt, doch schon. Wir haben doch irgendwo Kolben mal gezeigt. Ne? Ja. So,
Da jetzt erstmal auf die Schnelle wieder ein funktionierender Motor her muss, ist unser Plan jetzt, wir nehmen einfach einen originalen RS4-Block. Ja. Der wird einfach genauso wie der letzte Motor gebohrt, gehohnt, Lagergasse, 1:1 alles wie es vorher war, gleiche Bohrung, der wird erstmal eingebaut, der wird erstmal gefahren, da werden wir leistungsmäßig, war ja Leistung eigentlich mehr als genug schon da. Zündung rausnehmen. Ein bisschen Zündung raus, ein bisschen Zündung raus und dann einfach erstmal wieder, vielleicht haben wir ja auch Glück und der reißt gar nicht, weil es nur Materialfehler, Belastung, wie auch immer war. Das kann sein, das wissen wir nicht, vielleicht reißt er noch viel schneller. Das wissen wir aber nicht. Aber wenn du damit fahren möchtest und es nicht übertreiben wirst, nicht übertreiben, dann kannst du damit, ja, ich habe heute angefangen. Das war die erste Sache, die ich heute sozusagen, meine Halle ist fast fertig. Die Maschinen laufen wieder. Heute habe ich als allererstes Stahlböcke gebohrt und gehohnt. Mhm. Hauptlagergasse sozusagen fertig gemacht. Morgen wird geplant, gebohrt, gehohnt. Übermorgen kannst du einbauen. Ja, übermorgen kann ich nicht, aber Freitag. Ich auch nicht. Nein, okay, also das heißt, wir sind zwar eigentlich nicht weiter als vorher, außer ein paar Erkenntnisse weiter, aber wir haben immer wieder den Motor, der funktioniert. Weil der wird ja schon mit ziemlich wahrscheinlicher Sicherheit 1300 überleben, fahren und Spaß machen. Ja. Ne? Die Kolben waren ja nein, die waren nicht neu, das waren ja die gebrauchten Kolben, genau, die so stark eingefallen sind. Der lief ja einmal bei dir im Stand 2-3 Minuten und dann lief das Öl raus. Das heißt, ich kann alles nehmen, den Kurbeltrieb, Welle ist fertig gewuchtet, Pleuel sind ausgebuchst, alles gemacht, einbauen, deine Köpfe wieder draufbauen und fahren. Und dass du in 1-2 Wochen fahren kannst. Was ist das nächste Rennen? Also spätestens Mitte Juli, wobei noch viel mehr Augenmerk würde ich zur Sekunde gar nicht unbedingt auf Rennen, sondern auf diese 400 km/h Sache. Weil ich will ja mit JP unbedingt 400 fahren dieses Jahr, das ist auf jeden Fall wichtiger als irgendwelche Rennen und so weiter. Ne? Ja. Da brauchen wir eh keine 1300 PS für, deswegen würde ich auch sagen, den Block nehmen, ein bisschen Ladung raus, ein bisschen Zündung raus, dass das Ding 1100, 1200 PS hat und fertig hält. Ja, und das ist erstmal, dass du fahren kannst. Und dann hattest du vollkommen recht. Wenn der läuft und du es nicht übertreibst und wir den Race-Motor fertig haben, dann können wir den zur Seite stellen, komplett, weil wir brauchen einen zweiten Motor, komplett zur Seite stellen, dass wenn was kaputt geht, und das wird es immer irgendwie mal, dass du den Ersatzmotor hast, der bewährt war, der vielleicht dann nicht 1500 kann, ich sage das einfach mal so, sondern nur 1250, aber dann hast du einen, wo du auch mitfahren kannst. Und wir könnten jetzt natürlich auch vorsorglich die Serienbohrung lassen. Die wird natürlich auch nicht so schnell reißen wie unsere 82,5er Bohrung. Das stimmt. Können wir jetzt aber zur Sekunde auch gar nicht umsetzen, weil Kolben haben alle 82,5, ist alles darauf gewuchtet und. Ne? Genau, das wäre wirklich die Variante, die ich voll in Ordnung finde, einen Motor zu machen. Innerhalb von einer Woche habe ich den fertig bearbeitet, dass du fahren kannst. Fahren kannst, ne? Weil fahren ist, glaube ich, manchmal wichtiger als das Quäntchen letzte Leistung. Jetzt auf jeden Fall, weil jetzt ist ja eh erstmal wieder Sommersaison und so weiter. Dann haben wir ja noch diesen etwas höher verdichteten Race-Motor. Ja. Mein Traum wäre es ja, der ist dummerweise jetzt auch schon auf 82,5, also die Kolben davon haben 82,5. Das heißt, wenn wir diesen Motor jetzt in einen nicht gebuchsten Motor mit der Bohrung einsetzen würden, ist da natürlich auch wieder das Risiko, dass der relativ schnell reißen wird, ne? Genau. Das heißt, es würde sich ja eigentlich anbieten, diesen Race-Motor nochmal buchsen zu testen. Dann haben wir definitiv die stärkere Wandstärke. Wir haben zwei Satz von den Kolben, haben wir. Zwei Satz Kolben, zwei Satz Pleuel. Diese leicht andere Konstruktion. Du sagst mit Buchsen und ich habe gesagt, abdrehen. Wir können sie abdrehen lassen. Die Firma Wahl zum Beispiel kann es. Das heißt, der dreht mit den Kolben von 82,5 auf 81,5 runter. Mhm. Also 0,5 würde ich gerne machen, damit man nochmal eine saubere Zylinderwand hat. Das können wir im Detail nochmal besprechen. Das würde ich dann für den Race-Motor bzw. für die 400 km/h Sache machen. So haben wir 400 machen wir erstmal damit. Ui. Habe ich nicht gerade gesagt, nicht übertreiben. Ja, aber weißt du selber, wir brauchen für 400 brauchst du keine 1300 PS. Ich werde da nicht mitfahren, deswegen kann es dir nicht sagen. Ich sage 1100 reichen. Okay, gut. So, das heißt lieber da, ich sage jetzt mal Low Boost, Dosendruck 2,5 Bar, ganz wenig Zündung. Ganz wenig Zündung und Hauptsache ja, ankommen. Ne? Ja, genau. Es schadet natürlich nicht, wenn wir bis dahin den Race-Motor hier schon fertig stehen haben und so weiter. Man weiß nie, was passiert. Ne? Ja. Aber Plan wäre halt. Ja. Mein Wunschziel wäre, den Race-Motor wieder mit Buchsen zusammenzubauen in ein paar Monaten. Jetzt überrascht er mich gerade. Weil wir haben noch vor ein paar Tagen gesprochen. Ja, aber da habe ich mir dann überlegt, eigentlich ist es Quatsch.
Und was sollen wir da jetzt die Kolben und so weiter abdrehen, ne? Weil es läuft. Wir haben zwei Sätze, deswegen war mein zweiter Gedanke. Ein Satz Kolben wird runtergedreht. Mhm. Wir nehmen den fertig geätzten Block, der noch nicht gebohrt geplant ist. Das heißt, wir können das passend dazu machen. Mhm. Dann hast du eben nicht 82,5, das heißt, du hast also nicht 3 Liter Hubraum, sondern nur 2,9 Liter Hubraum und machen das mit dem Race-Motor, dass wir einen Ersatzmotor haben. Weil, ich habe gerade gehört, er wird es übertreiben, weil er will 400 fahren. Deswegen ist für mich übertreibt. Die Ausfallquote von einem abgedrehten Kolben ist aber gleich null. Ich stelle mir das jetzt so vor, weißt du, wenn du hier jeder Seite einen halben Millimeter wegnimmst, das ist egal. Innen drin ist das gleich. Innen drin ist das total gleich, weil der Rohling ja auch, dein Kolbenrohling, ist ja innen drin gepresst. Ja, aber das wird ja schon alles hier dünner so, ne? Ja, schon. Aber hätte ich den Kolben 81,5 bestellt als Beispiel, wäre es innen drin genau gleich. Weil das Presswerkzeug ist ja okay, das gleiche, verstehe. Das kann ja nicht immer passend gemacht werden. Du hast ja einen Bereich von 81 bis 84, kann man den Kolben nehmen zum Beispiel. Ja, nee, das würde ich gerne machen auf 81,5. Dann haben wir die Race-Version, diese Version, damit kannst du fahren. Und dann habe ich, weil das geht auch gedanklich, ist das für mich nicht so schwierig, das zu machen, weil es ist fast alles gleich zu dem. Und dann noch einmal den in Angriff nehmen. Weil du brauchst sowieso, du brauchst zwei Motoren immer zum Wechseln. Ja. Und einen nochmal als Reserve, das wäre was. Einen wirklich als absoluten Reservemotor, wenn alles kacke läuft. Und zwei, wo wir immer wechseln können. Das wäre so zu sagen, deswegen habe ich auch sofort zwei Sätze von denen bestellt. Weil ich wusste, ein Satz hält nicht bei dir. Machen wir das gleiche mit Lambo-Motor auch gleich? Oh, das überrascht mich schon wieder hier so spontan. Oh Gott. Den müssen wir natürlich leider auch noch... angehen. Ja, da hast du mich eben gefragt nach den Buchsen von dem. Ich wollte gerade fragen, hat diese Erkenntnis jetzt zumindest für unser Lambo-Projekt auch irgendwas gewonnen? Oder eigentlich egal? Weil da ganz anderes Thema. Da ist es fast egal, weil wir haben ja hier den Zylinder komplett rausgenommen bis nach unten. Und das heißt, die Büchse stützt sich jetzt unten ab. Haben wir ja gesehen. Hast du ja immer schön reingehämmert, bis zum Grund. Die Lambo-Buchse hat oben einen Bund und ist nur, liegt so 8 mm hoch auf. Das heißt, unten, wo die Stehbolzen wirken, haben wir nichts verändert. Wir haben zwar um 1,5 mm Radius haben wir aufgebaut für die Büchse, aber so viel ändert sich nicht dabei. Da müssen wir uns aber trotzdem noch dann zur Abdichtung unten Gedanken machen. Wir hatten O-Ringe als Probe bestellt, zum Gucken, ob die drauf sind. Dann hatte ich noch ein paar Ideen gehabt, ob man Ringe reinsticht und dann das sozusagen mit Dichtmasse füllt. Das funktioniert auch. Datensteves hat es ja auch so. Hat ja unten immer diese Ringe drin und das werde ich wahrscheinlich auch so machen. Reindrehen mit Kleber, mit einsetzen, dass da unten die Abdichtung ist. Also die Abdichtung muss ja auch hier unten sein. Wir haben ja hier auch nur unten die Abdichtung. Okay, also dein Wunschplan wäre erstmal den, so wie gehabt, dann Race-Motor auf 81,5 und dann Buchsen weitermachen. Genau. So, dann machen wir das. Und dann, wenn das funktioniert, die Kolben, die Pleuel, die, was haben wir denn noch Neues dabei? Nicht so viel mehr, ne? Bei dem neuen. Mhm. Nur, dass die andere Kolbenform genommen wird. Und ich überlege gerade, wenn wir den Kolben auf 81,5 abdrehen statt 82,5, dann müsste theoretisch meine Verdichtung ein bisschen hochgehen. Ne? Heute? Weil proportional das Volumen zum Brennraum. Schon, aber das Volumen der Mulde haben wir jetzt nicht so viel verändert. Das heißt, wir haben nachher genauso viel VC und weniger VH, weniger Kompression heißt das, weniger Verdichtung. Also falsch rumgedacht. Ja. Dann machen wir 83. wollen größer machen. Ja, draufschweißen. Nein, okay. So, so sieht jetzt der Plan für die Zukunft aus. So machen wir jetzt in kürzester Zeit weiter. Du bist jetzt hier schon wieder voll einsatzbereit? Ich habe eigentlich allen Kunden, zuerst habe ich September gesagt, weil es ging hier drunter und drüber und dann habe ich so gute Hilfe von drüben bekommen, dass ich eigentlich ab sofort wieder starten kann. Mhm. Und deswegen kann ich ab Juni nehme ich wieder Aufträge an. An der Stelle drüben heißt in dem Fall Marco? Genau. Hat viel geholfen, vielen Dank nochmal. Jetzt gibt es wieder Motoren hier. Ja. Weil die Werkstatt steht.
Ja, liebend gerne würde ich natürlich ein bisschen hier noch auf die Werkstatt drauf eingehen. Ich glaube, es ist aber cooler, wenn wir das ein bisschen noch Überraschung lassen und praxisbezogener machen. Das können wir gerne machen. Weil wir werden ja eh noch etliche tausende Videos machen. Ja. Und so lassen wir lieber die ganzen Leute noch ein bisschen zittern. Hierzu machen wir keine Videos, ne? Das mache ich einfach morgen. Genau. Und das, wenn wir den Racemotor rausholen, können wir dann noch einmal alles zeigen. Genau. Hauptlagergasse bohren, Plan bohren, Hohn. Kennen viele Leute schon, aber du hast ja so viele neue Zuschauer, dass bestimmt die Hälfte davon das noch nie gesehen hat. Hauptlagergasse bohren haben wir noch nie gezeigt. Weil ich glaube schon. Nee, ich habe es selber noch nie gesehen. Oh. Okay, gut, da habe ich das mal rein. Vielleicht mal hohen. Ja. Aber bohren war ich selber noch nie dabei. Das kannst du aussuchen. Ich habe ja noch den S4 von Marius hier. Da soll den zeigen wir auf jeden Fall, weil es halt etliche S4-Fahrer mittlerweile gibt. Mhm. Das liegt ja auch schon so ein bisschen dort. Und das wird eine etwas günstigere Variante, weil halt die RS-Blöcke halt das nicht mehr so häufig gibt. Ne? Ja. Aber auch eine Variante, die wahrscheinlich so 800 PS am Ende kann. Ne? Ja, bestimmt. Mhm. Okay, cool. Also, so viel dazu. Ihr seht, was passiert ist. Jetzt geht's bald weiter. Björn überlegt sich noch, ob er nicht doch hinten drin die 400 mitfahren will. Oder ob er vor Ort den Reservemotor einbaut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschö.